Moin Moin ihr Lieben, ich sehe ein bisschen müde aus, ich bin früh aufgestanden, denn heute geht's nach Norderney. Und natürlich habe ich die Fähre gebucht, die ich aber wahrscheinlich verpassen werde, denn da hinten steht das Schätzchen, das musste geladen werden. Schnell Ladestation und ich glaube, ich habe allen den Strom weggenommen, aber es braucht halt trotzdem ein bisschen. Egal, Laune ist gut, ich zeige euch den Rest später und jetzt geht's weiter. Jetzt geht es auf die Fähre, ne? Ich hab schon wieder einen Kaffee auf hier, ne? Das ist schon wieder hier anstehen, das ist ja gar nicht meins, ne? Normal bin ich immer vorne, erste Reihe, ne? Wo ich bin, ist vorne normalerweise, ne? Einmal hinten rein, ne? Jetzt sind wir auf der Fähre und man sieht im Hintergrund auch schon das Hotel des Müllers. Das 1884 sieht man. Da hinten ist der Strand und ja, wenn wir jetzt gleich angekommen sind, gibt es noch eine Besprechung. Und danach zeige ich euch das Müllers, ich zeige euch die Küche, ich zeige euch die Hotelzimmer. Ihr werdet sehen, wie schön es auf Norderney ist. So ihr Lieben, wir sind angekommen und hier ist es, das Müllers auf Norderney, direkt hier am Strand. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen diesig, aber wir sind hier direkt am Wasser und wir gehen jetzt mal rein zusammen. Los geht's. Vielleicht direkt mal zunächst die Terrasse hier. Ja, man kommt hier natürlich von außen auf die Terrasse und hat wirklich hier von jedem Tisch einen wunderbaren, schönen Blick direkt aufs Meer. Im Sommer ist das natürlich noch mal ein bisschen anders, ne? Dann ist das die ostfriesische Karibik hier, ne? Ah, mit toller Luft. Und wir gehen mal hier ganz kurz um die Ecke mal luschern, ne? Das ist jetzt die Terrasse im Winter. Da hört man die Fähre, ne? Schön hier das Horn. Und wir gehen jetzt mal rein. So, müssen wir anders rein. Die Tür ist wahrscheinlich zu, weil es hier oft sehr windig ist. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier auf ist. Ja, klar, von der Seeseite, da windet es. Von der Landseite her ist es immer ein bisschen okay. Und deshalb ist jetzt nur die Tür auf hier. Und wenn es ein bisschen windet, dann haben wir unsere wunderschöne Lampe hier. So kleine Muscheln, die dann so ein bisschen einen Sound machen. Aber jetzt ist es windstill. So. Jetzt sind wir where the magic happens, im Restaurant. Wir haben uns damals für grünen Marmor entschieden, aber für Marmor, weil Marmor ist einfach typisch fürs Müllers. So hat es angefangen, weißer Marmor in Müllers auf der Rue. Hier passend zum Meer mit einem grünen Marmor und haben hier einen wunderschönen Weinschrank. Hier geht es dann weiter mit unserer Berkelmaschine. Jetzt ist gerade die Ruhe vor dem Sturm. Es wird gegessen, es wird gechillt, es wird nochmal entspannt. Denn gleich ist der Laden pickepacke voll, Gott sei Dank. Unsere Gäste werden da sein und ja, jetzt zeige ich euch mal das Restaurant. Wie gesagt, hier schneiden wir unseren Schinken für die Berkel. Wir arbeiten eben auch mit, ja, mit Kaviar, mit Austern. Das kann man hier alles essen. Also neben den einfachen Klassikern wie Schnitzel und Currywurst und Backfisch kann man eben auch immer ein paar Luxusprodukte essen. Austern haben wir immer da. Und hier geht es auch weiter direkt mit unserer Theke. Alles anfertigen lassen, alles mit demselben Marmor. Hier ein richtig schöner Block, unser Service-Tresen. Hier ist der Chef des Hauses, Klaus. Hi. Am Start. Genau, Gastgeber, Restaurantleiter. Bevor wir in die Küche gehen wir noch einmal rum. Wir haben hier mit Vitra zusammengearbeitet. Vitra-Stühle, tolle Stoffe. Hier oben haben wir uns für eine weiße Marmortischplatte entschieden. Dann haben wir wunderschöne Kunst von David Üssem extra für uns gemalt. Da können wir vielleicht mal drauf eingehen. Das ist natürlich das Schiff. Und wenn wir hier mal näher dran gehen, dann sehen wir hier eine Art Stempel, so ein bisschen wie so ein Poststempel, wo das Haus dann nochmal abgebildet ist von 1884. Und hier ist das Müllers sozusagen. Hier ist das Datum 22.12. Ich kann es jetzt gar nicht lesen, das ist ein bisschen peinlich jetzt, ne? Aber es ist ein wunderschönes Bild und hier ist sehr viel Aufwand betrieben worden, das Restaurant eben schön zu machen. Und ich bin ganz stolz, sehr zufrieden. Hier geht es jetzt nochmal so ein bisschen raus. Typisch fürs Müllers sind unsere Vasen eben, die immer frisch gesteckt werden mit Blumen. Das kennt ihr bestimmt schon auch von Müllers auf der Rue oder Müllers auf der Burg. Und ja, so decken wir den Tisch ein. Wir arbeiten mit Rorbe und Berking, was das Besteck angeht. Riedelgläser haben jetzt momentan eben diese Tischsets hier. Also ja, ganz einfach abends mit Stoffservierten, mittags draußen auf der Terrasse eben auch mit Papierservierten. Das ist dann immer noch mal ein bisschen ein anderes Geschäft. Und jetzt gehen wir noch mal in die Plauderei. Die Plauderei gehört zum Eingang des Hotels. Die bespielen wir auch gastronomisch. Also auch hier kann man dann essen, aber es vornehmlich eigentlich für die Hotelgäste. Falls es im Sommer wirklich rappelvoll ist im Restaurant, ist die Plauderei immer ein Ort, wo der Hotelgast einen Platz bekommt, wo er was lesen kann, wo er was snacken kann. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und hier haben wir auch dann schon unsere Rezeption mit Toni. Das Konzept ist einfach so ein bisschen nach Hause kommen, zu Freunden. Also es sieht eben auch alles so ein bisschen cozy aus, chillig. Man soll sich wohlfühlen, man soll sich fallen lassen, wenn man hier reinkommt. Und da würde es natürlich nicht passen, wenn man jetzt steif an irgendeinem Tresen stehen würde.
Und jetzt ist einfach die Frage, ob ich meinen Charme spielen lassen kann und uns Toni vielleicht sogar etwas vom Hotel zeigt. Ich weiß es nicht genau. Gibt es tatsächlich ein Zimmer, was wir sehen könnten? Wir sind ja rappelvoll, weil wir morgen Küchenparty hier haben. Aber vielleicht können wir irgendwo reinschauen. Also das Hotel ist, glaube ich, aufgeteilt, ne? Genau, also drüben haben wir so nur Eigentumswohnungen und eben eine Suite. Mhm. Und im weißen Teil, also über uns, sind dann die Zimmer. Okay, wow. Ja. Ich habe dich jetzt einfach überfallen, aber schön, dass du mitspielst. Und man merkt schon hier diese tollen Teppiche, in denen man so ein bisschen versinkt. Das liebe ich ja, ne? Ja, rein. Morgen wird Björn Freitag hier schlafen, deshalb lege ich mich jetzt nicht ins Bett. Ne? Sonst gibt es Ärger, oder ich müsste ihm sagen, dass ich es war. Ja, wir können hier mal rumgehen. Groß, geräumig, chillig hier, kann man kochen, abhängen und natürlich auch eine schöne Terrasse mit Meerblick nach draußen aufs Meer. Können wir mal aufmachen hier, wo man dann natürlich direkt auf der Dünenlandschaft ist und hier rausgucken kann. Im Sommer ist das Ganze natürlich noch viel einladender, aber auch im Winter ist Norderney wunderschön, cozy, es ist kuschelig und da müssen halt mehr Feste gefeiert werden. Und genau das machen wir morgen mit unserer großen Küchenparty, mit ganz vielen Freunden. Otto Gourmet, Kaviar aus Brunier, Björn Freitag, Gastköche. Haltet ruhig mal Ausschau bei uns auf der Webseite, da sind immer so tolle Veranstaltungen. Und jetzt zeige ich euch den Wellnessbereich. So, jetzt muss ich flüstern. Wir sind im Spa und es sind Leute drin, aber einen kleinen Blick können wir reinwerfen. Ich glaube, man ist nackt. Aber hier geht's rum. Ich möchte jetzt nicht indiskret sein, deshalb bleiben wir jetzt schön hier stehen. Vielleicht hier einmal kurz um die Ecke. Genau, verschiedene Saunen. Jetzt gehen wir ganz schnell wieder raus. Ansonsten müssen wir uns auch nackt machen. Now we get in there where the magic happens. Auf geht's. Das Herz. Der Ort, an dem Helden geboren werden. Die Küche mit den Heldinnen und Helden der Küche. Brenda, wir drehen gerade für YouTube. Sag mal moin. Hi, moin. Chan, ja, das sind die Zukunft. Hier steht noch ein bisschen Mitarbeiteressen, aber gleich geht's eben hier los. Das Schöne ist, wir können diese ganze Küche zu einem Club machen. Hier sind überall LEDs und rosa, pink, grün, blau, rot, also was man möchte. Also nach Feierabend können wir hier auch einfach tanzen und Party machen. Aber ich glaube, im Vergleich zu Müllers wo in Essen, wo es natürlich alles sehr eng zugeht, haben wir hier natürlich deutlich mehr Platz. Und ja, unser schöner Herd. Im Übrigen wahrscheinlich eine der wenigen Küchen mit Meerblick. Also da drüben kann man eben rausschauen und schaut aufs Meer. Gehen wir hier mal rum. Hier, der kocht die Jus. Also hier wird auch noch richtig gekocht. Ne? Also echte Handwerksküche. Und hier ist dann auch der Küchenchef. Der Star des Hauses, Johannes, a.k.a. Joe. Und jetzt sehen wir hier noch mehr Handwerk. Ne? Also im Müllers, ne, werden hier schöne Schokoladenkugeln gedippt. Ja? Also einmal Sterneküche, immer Sterneküche. Schauen wir jetzt mal in den nächsten Bereich, denn Küche ist schön und gut, aber ohne die Spülküche ist eine Küche nichts wert. Hi. Und hier muss ich sagen, sind genauso Helden. Ja? Die Helden sind vorne und hinten. Ja, hier wird eben alles gespült. Ihr könnt euch vorstellen, im Sommer, wenn hier die Post abgeht, da brummt der Bereich hier. Da ist richtig Arbeit. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal wieder raus. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Wir stehen jetzt hier vor dem Haus. Auf der anderen Seite ist das Meer. Und bei uns gehen jetzt die Vorbereitungen los. Gleich kommen die Gäste. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht, ein bisschen Hunger. Und ihr kommt mal vorbei, egal ob im Sommer oder in der Nebensaison. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, mir ein Like dazulassen oder zu kommentieren. Passt auf euch auf. Alles Liebe, euer Nelson Müller.